Herzlich willkommen in St. Lambertus in Mettmann auf der Orgelempore. Mein Name ist Matthias Röttger, ich bin hier seit 27 Jahren Kirchenmusiker und darf an dieser herrlichen Orgel meinen Dienst verrichten. Unsere Orgel kommt aus dem Jahre 1912, aber so wie sie jetzt ist, ist sie leider schon mehrfach verändert worden. Beim letzten Mal war das im Jahr 2000 und das Ergebnis kann ich Ihnen und euch heute ein wenig erläutern. Unsere Orgel ist mittlerweile ein mechanisches Instrument und was das bedeutet, das möchte ich zuerst zeigen. Eine mechanische Orgel funktioniert so. Hinten an den Tasten gibt es Holzleisten, die die Bewegungsimpulse der Finger umlenken. Nach unten werden diese Leisten gerichtet und dann unter den Spieler hinweg bis ins Orgelinnere hinein. Und wo diese Leisten dort ankommen, das können wir uns gleich anschauen. Und in der Orgel öffnen diese Holzleisten über Züge die Ventile zu den Pfeifen. Ich spiele gleich mal ein bisschen und dann kann man sehen, wie sich diese Holzleisten bewegen. Jetzt sind wir im Innern der Orgel und sehen, dass hier unten die ganzen Leisten ankommen. Wir haben vier Werke in unserer Orgel, die schauen wir uns später nochmal an. Und von den Tasten müssen jetzt diese vier Werke unserer Orgel auf 4 Meter Breite und 4 Meter Tiefe angespielt werden. Und so gibt es verschiedene Wellenbretter, nennen wir das, hier an dieser Seite. Hier oben gibt es eins, hier unten gibt es ein Werk für die Orgel und zum Pedal geht es noch weiter hier unten durch. Und so werden mit diesen Holzleisten die Ventile der einzelnen Werke der Orgel angesteuert. Die Orgel gehört zu den Tasteninstrumenten, aber das trifft es nicht ganz genau. Die Tonerzeugung erfolgt durch Wind, also die Orgel ist eigentlich ein Blasinstrument. Und das hören wir einmal an. Schaut mal hier rein, was jetzt passiert. Konnte man gut erkennen, dass ich den Motor ausgestellt habe. Das heißt, der Motor, wir haben zwei Motoren, die Wind ansaugen, um die Orgel mit Wind zu versorgen. Die habe ich ausgestellt und dann ging sozusagen unserer Orgel die Puste aus. Also zwei Motoren sorgen für den Wind und dieser Wind wird erstmal hier in einem großen Balk gesammelt. Hier gibt es alte Ziegelsteine, die kommen auch von 1912, so richtig alte gebrannte Ziegel, Tonziegel. Die sorgen für den nötigen Winddruck. Der Wind soll ja nicht hier bleiben, der soll auf die verschiedenen Werke unserer Orgel verteilt werden. Und die Steine drücken sozusagen die Luft durch verschiedene Schächte hin zu diesen Bereichen unserer Orgel. Unsere Orgel hat 3 Manuale und ein Pedal für die Füße. Hier sehen wir auch die entsprechenden Registerzüge, die sind genauso angeordnet. Die unterste Reihe sind die Züge für die Füße, für das Pedal, dann diese nächste Registerreihe für das erste Manual, diese hier für das zweite und die oberen für das dritte Manual. Wir sehen zum einen, dass alle Register durchnummeriert sind. Das ist einfacher, dann die entsprechenden Klangkombinationen wieder zusammenstellen zu können. Viel wichtiger sind aber die Zahlen, die hier unten drunter sind. Das sind Längenzahlen im Grunde genommen. Das ist ein 8 Fuß, 4 Fuß, 2 Drittel und hier unten sehen wir sogar einen 16 Fuß. Das möchte ich kurz erklären, was das bedeutet.
Der Prinzipal 8 Fuß, das ist sozusagen das Hauptregister unserer Orgel. Das steht direkt in unserem Rücken. Und hat eine Länge von ungefähr 8 mal 32 cm. Das ist so die Lage, die wir auch so am Klavier haben, also die ganz normale Lage. Ein Orgelbauer meinte mal so im Scherz, na, das ist so die Lage der Männer. Dann haben wir ein verwandtes Register, was zu dieser Familie gehört, das ist die Oktave. 4 Fuß, hört mal, wie das klingt. Nehmen wir nochmal den 8 Fuß, den 4 Fuß, das ist eine Oktave höher. Der Orgelbauer meinte mal, das sind die Frauen. Jetzt sehe ich noch auf der anderen Seite ein Register, da steht 2 Fuß drauf. Das würde dann so klingen. Also nochmal 8 Fuß. Frauenlage und jetzt, na, sagen wir, das sind die Kinder. 2, 4, 8. Und dann haben wir sogar noch ein Register, da steht eine 16 drunter, das ist ein 16 Fuß. Das ist noch eine Oktave tiefer. Größeren Orgeln, die haben wir hier nicht den Mettmann, aber im Kölner Dom zum Beispiel gibt es sogar einen 32 Fuß, das ist dann nochmal doppelt so lang, und sogar einen 64 Fuß. Dann wummert es so richtig im Kirchenraum, weil die Töne ganz, ganz tief sind. Diese verschiedenen Registerfamilien haben wir zum einen hier auf diesem ersten Manual oder auch hier oben. Da klingt es schon ein wenig anders. Also wenn ich mal kurz was spiele. Hat das schon eine andere Farbe. Auf diesem Register, das ich jetzt nun ziehe, da steht was drauf. Das schon hören. Das ist eine Flöte. Flutharmonik heißt das bei uns. Das ist eine überblasende Flöte. Und von diesem Register, das haben wir auch in dieser Klaviertonlage oder Männerlage, 8 Fuß oder auch höher. Hier haben wir eine Flöte, die heißt Hohlflöte. Das ist viel leiser. Eine Hohlflöte. 4 Fuß und jetzt sogar ein 2 Fuß. So klingt das ganz hell und lieblich. Wir haben ein Register, da steht Gambe drauf. Gambe ist ein altes Streichinstrument. Oder hier bei den Füßen steht Cello drauf. Das haben wir heute noch im Orchester. Anderen streichenden Klang. So haben wir ganz verschiedene Klangfarben in unserer Orgel. Eine ganz besondere Gruppe von Pfeifen, das sind die Zungenregister. Das ist hier zum Beispiel ein ganz wichtiges Zungenregister. Das ist unsere Trompete. Die haben wir auch noch. Dem oberen Werk, hier heißt sie Trompettharmonik. Heute ein wenig verstimmt, weil es so kalt ist, aber trotzdem hat man diesen Trompetenklang vielleicht gut erkannt. Ein Instrument spielt heute auch in jedem Orchester mit, das ist dieses. Das ist das Fagott, ein tiefes Bassinstrument. Und im Orchester gibt es dann das hohe Instrument hierzu, das ist die Oboe. Mit dem Bassinstrument zusammen würde
hochlegen. Eine Rarität ist dieses Register. Das hat man ganz selten in einer Orgel. Wie könnte dieses Instrument wohl heißen? Das, was ich jetzt spiele, das heißt Vox Humana, eigentlich Menschenstimme. Wir können uns gar nicht vorstellen heutzutage, dass so eine Menschenstimme klingen sollte. Aber die Registernamen sind nicht in unserem Jahrhundert entstanden, sondern kommen eigentlich eher aus dem Mittelalter. Und wir wissen, dass diese Instrumente im Mittelalter ganz anders klangen und man hatte da auch ein anderes Klangideal. Vielleicht fand man das so toll, so sollte vielleicht eine Menschenstimme. Vox Humana. Jetzt fragt man vielleicht, ja, aber im Gottesdienst oder im Konzert braucht ein Organist ja viele Register. Wie macht er das eigentlich? Dazu hilft uns hier an einer Orgel ein kleiner Computer. Ich kann also bestimmte Klangfarben abspeichern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Prinzipalfamilie nehme, kann ich das mit einem Speicher, da steht S für Speicher, kann ich das sagen, das tue ich auf die 1. Also da ist jetzt eine 1 aufgetaucht. Und dann sage ich, jetzt hätte ich gerne noch die Trompete, die hätte ich gerne auf Speicherplatz 2 oder sowas. Dann kann ich das dann auch abspeichern. Dann mache ich Speicherplatz 2 und so weiter. So kann ich unterschiedliche Klangfarben abspeichern und dann nachher abrufen. Ich kann das mit dem Fuß abrufen oder mit dem Finger. So kann ich durch die unterschiedlichen Klangkombinationen prima hindurchgehen. Aber diese nächste Zahl fragen mich auch manche, wo kommt denn das her? Das liegt daran, das kann ich mit dem Fuß machen. Da kann ich dran drehen und dann werden die Zahlen immer höher. Aber da das manchmal versehentlich passiert, muss man das erst anstellen. Wenn ich sage, mach das an, jetzt steht hier ein C, das heißt abgekürzt Crescendo. Crescendo bedeutet in der Musik lauter werden. Jetzt halte ich einfach nur ein paar Tasten fest. Es ist erst ganz leise. Und jetzt wird das immer lauter, je mehr Zahlen kommen. Oder auch wieder leise. Und kann damit ganz schnell die Orgel laut und leise machen. Denn eigentlich ist ein Ton ja immer gleich laut. Aber so kann ich durch verschiedene Register, die ich hinzuziehe, einen anderen Klang erzeugen. Ihr habt das vielleicht vorhin gesehen, dass so die Tasten auch oben losgingen, obwohl ich nur unten gespielt habe. Das ist eine tolle Erfindung. Ich spiele hier unten. Jetzt kann ich aber sagen, klammere dieses zweite Manual an das erste Manual, das kann ich hier ziehen und dann kommen die Farben vom zweiten Manual dazu oder sogar vom dritten jetzt. Oder ich kann sogar noch eine Unterkoppel ziehen, Subkoppel, dann kommen die sogar noch tiefer dazu. So werden die Manuale ineinander verhakt und man kann mit der unteren Tastenreihe auch die oberen bedienen. Wir sind jetzt in der Orgel selber. Wir haben ja 4 Meter Platz. Das ist unser sogenanntes Hauptwerk, das Grundgerüst unserer Orgel. Und hier sieht man ganz verschiedene Pfeifen. Und hier erkennt man auch, das sind ganz alte Pfeifen. Die kommen wirklich aus dem Jahre 1912 und haben unterschiedliche Bauformen.
Das ist unsere Trompete, die vorhin richtig viel Krach gemacht hat. Hier ist eine Mixturpfeife, hier sind aber auch Holzpfeifen. Holz geht in Metall über und ganz verschiedene Bauformen haben wir uns in unserer Orgel. Hier vorne in dieser Schauseite, in dieser Prospektseite, sieht man auch, wie die Pfeifen oben aufgeschnitten sind und wie diese Röllchen an dieser Orgel, ich zeige das mal kurz, hier gibt es so kleine Röllchen, damit kann man die Orgel stimmen. Jetzt stehen wir vor dem nächsten Werk unserer Orgel, dem sogenannten Schwellwerk. Man sieht eigentlich nur Bretter. Hier unten sind sie holzfarben, oben sind sie schwarz gestrichen, damit es nicht so auffällt. Und hier sieht man Türen, die ich mit den Füßen auf- und zu machen kann. Das soll den Klang der Register abdämpfen, denn eigentlich stehen diese Register alle hier in dieser Kiste drin. Hier gibt es Türen, die kann ich jetzt zum Reinigen oder zum Stimmen der Register öffnen. Und hier sehen wir wieder eine ganze große Gruppe von Pfeifen. Diese sehen sogar relativ neu aus. Die haben wir im Jahr 2000, als unsere Orgel restauriert wurde, die haben wir ergänzt. Aber hier sind doch wieder alte Pfeifen aus dem Jahr 1912. Und wenn ich alle Register ziehe und so richtig laut spiele und alle Türen zu sind und oben die Türen auch mit den Füßen zumache, da kann ich den Klang laut und leise machen. Zumindest etwas. So habe ich andere Klanglautstärken und der Klang wird lebendiger. So, ich hoffe, Ihnen und Euch hat unsere kleine Orgelführung gefallen. Gerne auch Fragen stellen, einfach mich anschreiben. Kontaktdaten werden nachher eingeblendet. Ich freue mich über Rückmeldungen und vielleicht auf ein neues. Vielleicht kann ich dann noch weitere Details unserer Orgel erklären, denn so ein Rieseninstrument hat 1000 Geheimnisse. Thank you.